Hallo und willkommen ja, auf meinen Kanal. Heute geht es um die QSL-Karten und ich habe diesmal nur A und B rausgesucht. Ich denke mal, von der Länge her sollte das passen. Also der kleine Stapel hier ist A und der kleine Stapel hier ist B. Ja, ich würde sagen, ich gucke mir die jetzt an und da, wo ich was zu sagen habe, da sage ich mal zu, aber zeigen tue ich euch so alle. So, da haben wir erstmal QSL-Karte von Alte Mühle. Alte Mühle war auf jeden Fall aus Wuppertal, aber der sagt mir eigentlich gar nichts mehr. Steht da auch noch ein Jahr, ja, 1977, 20.11. So, hier ist Alte Mühle. Und hier kann man noch erkennen, dass der aus Wuppertal kommt. Ja, Horst Hieser, Alte Mühle. So, da wollen wir mal weiter gucken. Audi Super 90, ja, über den kann ich euch ganz viel erzählen. Da würde wahrscheinlich die Zeit gar nicht mehr ausreichen, weil mit seiner Tochter bin ich zusammen in der Grundschule gewesen. Seine Frau kann die auch recht gut. Im Prinzip waren das meine zweiten Eltern, wenn man so will, ne? Also mit 18, 19 habe ich sogar auch noch da öfter mal übernachtet. Ja. Ja, er war mein bester Freund, also mit einer meiner besten Freunde, ist wie gesagt auch verstorben. Ja, Audi Super 90, der Dirk. Auch aus Wuppertal, Barmen. Steht auch hier. Wuppertal, Barmen. Also steht Barmen, aber ist ja Wuppertal. Sonst hat er keine Adresse draufgeschrieben. Ja, das war 1980, 12.19. 12.09.1980. So, dann haben wir hier nochmal Audi Super 90. Ja, viele haben sich dann nochmal Karten geben lassen. Und hier war das Datum 29.05.1979. Ja, bei ihm stand ich 30 drüber, aber der wohnte auch gar nicht weit weg von mir. Obwohl ich nur Zimmerantenne hatte, hatte ich da ein recht gutes Signal. So, dann haben wir Ascona Zentrale, wo wir dabei sind. Ne? Also es gab einen Ascona in Elberfeld, den kann die aber nicht. Dann gab es Ascona Zentrale, QTH Dissen, ATW. Ja, der hatte auch eine Grundig CBH 2000 und eine Grundig CBM 200. Datum steht leider keins dabei, aber der kam halt außerhalb aus Dissen. Aber ich gehe mal davon aus, die Karte habe ich bekommen beim Funkertreffen, vermute ich mal. Aus Seitenverkehr. Ja, Seitenverkehr ist es ja sowieso irgendwie, aber ja. So, das war Ascona Zentrale. Dann geht's weiter. Asbach Mobil. Ja. Der wohnt auch in Wuppertal, steht auch hier. Aber über den kann ich eigentlich nichts sagen, eigentlich. Außer, dass ich wahrscheinlich mal mit ihm gefunkt habe. Ja, also sind viele Leute, wo ich nicht so viel von sagen kann. Ich kann natürlich aber auch von vielen was erzählen. So, dann haben wir CB-Station ARA 2. Auch der 8.1.78. Und das war eine Sonja. Die kam aus Rade vom Wald, also diesmal nicht Wuppertal. Ja, so. Weiter geht's. Dann haben wir QSL-Karte von Anja 200. Ja, die ist auch von außerhalb und zwar aus Düsseldorf. Aber stehen auch keine Daten oder so drauf, also wie ich bei demjenigen stand, also kann halt auch nur durch den Funker treffen, da ich die Karte da mal bekommen habe. So, dann, wen haben wir denn da? Anna Tefka, ja, ich meine, die wohnt auch in Wuppertal-Barmen. Hier steht auch Wuppertal, natürlich mal wieder seitenverkehrt. Aber ja, viel habe ich mit derjenigen sicherlich nicht gefunkt. Und die oder derjenige wohnte in der Eintrachtstraße in Barmen. Damals hatten wir noch
Hier die Postleitzahl 56 Wuppertal. Heute ist hier anders. Ja, Anna Tefka. Also den Skip kreist mir noch im Kopf, aber habe ich nicht so viel mit zu tun gehabt. So, dann haben wir hier Apollo 01 aus der Germanenstraße. Germanenstraße ist in Wichlinghausen, also auch Wuppertal. Aber da kann ich eigentlich auch nicht viel erzählen, außer dass ich vielleicht mal hier und da mit demjenigen gefunkt habe. Aber hier unten steht's, dass der auch aus Wuppertal kommt. Ja. So, weiter. Dann haben wir Station Andy Mobil. Ja, der hatte dann damals Fax on the Run, die Gruppe Sweet, und der kommt auch aus Wuppertal. Und die habe ich sogar per Post bekommen. Da ist nämlich noch eine alte Briefmarke drauf. Ja, und da wohnte ich noch bei meinen Eltern zu Hause, Elisabethstraße 4. Ja, aber über den kann ich auch nicht viel sagen. Am 14.05.78 hat er die Karte ausgefüllt. Ja, und mir geschickt. So, dann haben wir zur Station Ameise. Und Siegfried hieß derjenige. Der hat eine DV27 als Antenne gehabt. Wie gesagt, es hatte nicht jeder eine Dachantenne. Aber eine Sommerkamp TS712 Paula mit 500 Milliwatt. Ja, mehr steht da auch so nicht drauf. Und über den kann ich eigentlich auch nichts sagen. Dann haben wir die Station Amor. Ja, sagt mir auch nicht so viel, aber auf jeden Fall ist er auch wieder aus Wuppertal. Weil es hier wieder steht, Wuppert, kam nicht ganz zum Schluss. Ja, und hier habe ich 1977 gekriegt. Habe aber auch mit dem gefunkt auf Kanal 5 mit S9 und Radio 5. So, das war der Amor. Dann gibt es Station Ägyptus. Ich meine, die gab es mal, ne? Die gibt es ja nicht mehr. Das war René, auch aus Wuppertal. So, hier steht's. So, Ägyptus, der Name. Und hier haben wir wieder die Adresse 56 Wuppertal 2. Wuppertal 2 war immer für Barmen, Wuppertal 1 war für Elberfeld. Ja, so war das früher. So, dann haben wir Station Alma-Ata. Und der wohnte im Beckmannshof, auch in Wuppertal-Barmen. Kann man hier sehen. Da steht's. Alma-Ata. Ja, aber wie gesagt, kann ich auch nicht viel darüber erzählen. War also eine Station, wo ich nicht oft mit gefunkt habe. So, dann haben wir Agatha Christie. Und da kann ich gar nichts zu erzählen. Steht auch noch nicht mal bei, wo derjenige wohnt. Aber Agatha Christie. Ja, wo er auch immer herkommen mag. Wir wissen es nicht. So, dann haben wir noch Adler Mobil. Und der kam aus Barmen und zwar am Alten Markt in der Windhoekstraße. Nee, warte mal, Windhoekstraße, die ist gar nicht im Alten Markt. Die ist ja hier in Langerfeld eigentlich. Ja. Die habe ich 78 bekommen. 20.04.78 um 17 Uhr. Das andere kann ich nicht so gut lesen. Ja, Adler Mobil. So, dann haben wir Adler 3. CB-Station Adler 3. Und das war eine Bärbel in der Königsberger Straße in Ennepetal. Okay, da ist mal wieder eine bei. Ennepetal steht ja hier. Auf jeden Fall mal jemand, der nicht aus Wuppertal kam. Aber Ennepetal ist ja auch hier in der Nähe, also ist nur ein Nachbarort. So, dann geht's weiter. Adler 02. Ach, Ralf Pelsch, ja, der hat sich danach auch irgendwann mal Adler Spinne genannt. Das war sogar mein bester Freund damals. Ja, CB-Station Adler 2. Danach hat er sich Adler Spinne genannt und davon habe ich dann auch noch. Der wohnt hier in Langerfeld, in der Pommernstraße.
So, und da haben wir auch CB-Station Adlerspinne. Ja, auch nochmal mein Kumpel damals. So, dann haben wir also A schon erledigt und haben jetzt schon 10 Minuten Videomaterial. So, dann haben wir Station B, den Bismarck-Hering. So, Klaus und Karin, steht leider nicht dabei, wo die herkommen. Die haben auf jeden Fall eine Lenert HS als Station gehabt. Station Bismarck. So, dann haben wir den Brummi-Leitplanker Hamburg. Ja, und der stand wirklich in Hamburg, aber ich gehe mal davon aus, die habe ich auch mal irgendwie im Sicht-QSO gekriegt. Empfang schlecht, Radio 3 bis 4. Das war 78. Brummi-Leitplanke Hamburg. So, weiter geht's. Dann haben wir Station Bambino, Wuppertal. Ja, bei Wuppertal werden wir viele haben. Fast überwiegend nur. So, mal gucken, was steht denn hier? Die habe ich scheinbar auch mal in Sicht-QSO gekriegt. Frank Hüsch, hieß er. Hier steht auch nochmal die Adresse. Wuppertal 22, Jesinghauser Straße. Ja, da fahre ich mir Motorrad auch vorbei. Ich weiß nicht, hatte ich die Seite schon gezeigt? Ich glaube ja, oder? Ja, Bambino. Dann haben wir Station Bohrermobil. Bohrermobil, auch aus Wuppertal. Aber kann ich auch nicht so viel zu sagen. Also waren auf jeden Fall keine, wo ich täglich mit gesprochen habe. Und ich habe mit vielen täglich gesprochen. So, dann haben wir hier Bulli 1. So, war auch Sicht-QSO. Und dieserjenige kommt auch aus Rahle vom Wald. Bulli 01. Und da waren die Daten. Aber auf jeden Fall Rahle vom Wald. Ja. Ist natürlich schade. Noch Station Boogie. Die habe ich 1979 gekriegt. Mein QTH Vohwinkel, also war der auch aus Wuppertal, Wuppertal Vohwinkel. Im Wuppertal Vohwinkel haben wir ja einen großen Flohmarkt im Prinzip. Der geht von Vohwinkel bis Somborn über die Straße, wo auch die Schwebebahn runterher fährt. Zumindest war das mal so. Ja, und da kommt er her. Aber aus Vohwinkel habe ich auch viele, weil wir hatten früher in Vohwinkel einen Garten gehabt. So, dann haben wir Buffalo, Bill und Alpha. Buffalo Bill und Alpha. So, und die habe ich auch in Sicht-QSO gekriegt. Und der stand Wuppertal-Elberfeld. Und hatte eine Grundig CBH 3000. Ja, das war natürlich ein Gerät, die 3000er. Da, die konnte man ja gar nicht bezahlen. So, Station Buffalo Bill und Alpha. Und hier steht, dass es im Sicht-QSO war. Und hier unten drunter steht Elberfeld. Elberfeld ist die Mitte vom Wuppertal. Man sagt ja immer früher Elberfeld, nee, in Barmen, da wohnen die Armen und in Elberfeld, die hatten nie Geld. Ja, das haben so die Elberfelder immer gesagt. So, dann haben wir Bingo. Stör mich nicht, spreche mit Bingo. Vielen Dank fürs nette QSO. Wo der hier kommt, weiß ich auch nicht. Steht nicht dabei. Station Bingo, der Flaschengeist. Ja, und hinten ist Lea. Die wird wohl auch mal im Funkertreffen so gegeben haben. So, dann haben wir Station Bengelchen. Ja, und zwar habe ich als 13-jähriger Junge, wir hatten eine Autowerkstatt, und da gab es auch einen Funker, der hatte die Autowerkstatt, der hieß Adolf. Und sein Rufzeichen war Iso, weil der auch früher mal so Rennen gefahren ist. Und seine Tochter, die Veronika, das ist das Bengelchen. Ja, die wohnten in Wuppertal-Langerfeld.
Da bin ich natürlich nicht hingekommen, aber die muss ich auch mal im Sichtkursor wahrscheinlich in eine Werkstatt gekriegt haben oder so. Ja, und hier steht auch dann der Name. Ja, Station Bengelchen. So, dann haben wir den Barracuda in Grüten. Ja, den kenne ich auch nicht, habe ich auch nie mit gefunkt. Und der wohnte in Hahn. 56, 57 Hahn 2. Der Barracuda. Ja, da waren so die früher die normalen Karten, alle schwarz-weiß. Auch nicht in Glanz oder so, das waren die billigsten. Also da hat man so, ich glaube, 20 Mark für 1000 Stück für bezahlt. Oh, Station Bella und Alpha, Wuppertal. Das steht schon mal da. Auch hier das Wuppertal. Die habe ich am 10.04.78 gekriegt und das war auch ein Sichtkurs so auf irgendein Funkertreffen. So. Dann haben wir Blacky, auch aus Wuppertal, weil es hier nämlich schon steht. Die habe ich am 16.07.81 gekriegt und der wohnte am Wuppertal am Hohen Stein. Das war also bei mir gegenüber, wo ich gewohnt habe. Da wohnte ich immer noch bei meinen Eltern zu Hause. Ja, Station Blacky Wuppertal. Und hier stehen die Daten, dass ich die 81 bekommen habe und dass er am Hohen Stein wohnte und so weiter. Ja, kann ich aber auch nicht viel zu sagen. So, Station Balu. Wenn das der Michael ist, nee, der heißt Dirk. Es gab nämlich auch noch irgendwann später den Balu Michael, aber der lebt auch nicht mehr. War auch ein Jünger wie ich. Der ist auch früh verstorben. Und der wohnt hier in Heckinghausen. Ja, da habe ich auch mal sehr viele Jahre gewohnt. Ja, Station Balu. Und hier habe ich 78 bekommen, 25.12.78. Auf Kanal 14 mit Radio 5 und 28 über 9. Ja, also so gut wie 30 über den 9. Ja, aber über den konnte ich jetzt auch nicht viel erzählen. Becks Bier, Station Becks am 4.10.77, Udo Gennebrecker Straße, Wuppertal 2. Ja, aber ihr seht, jede Menge Wuppertaler, oder? Von wegen Wuppertal hat nur 20 Funker früher gehabt, die haben wir jetzt noch, mindestens. Ja, auf Rückseite jetzt nichts. Also hier, ich weiß nicht, wie viele Karten das sind. Wenn ich alle mal durch habe, dann kann ich alle Karten nochmal zählen und kann euch sagen, wie viele Funkkarten ich dann hatte. So, Brekerschlumpf, der war auf jeden Fall auch aus Barmen. Im Springen wohnte der, also gar nicht weit von mir entfernt. So, die Karte ist vom 3.1.78 auf Kanal 10, 9:08 Uhr, Radio 5 und 30 über den 9. Der Breker Schlumpf war auch ein junger Bengel, so wie ich. Vielleicht ja, 2, 3 Jahre jünger wie ich, keine Ahnung. Aber daran kann ich mich ein bisschen erinnern. Aber auch nicht, habe ich auch nicht so viel mit am Hut gehabt. So, dann gibt es Station Brummi. Der wohnte auch in Wuppertal. Allensteiner Straße. Steht aber kein Datum und nichts bei. Station Brummi. Und hier steht wieder die Adresse. Also Wuppertal. Ja. So, Station Bobo. Die Karte habe ich am. Datum steht gar nicht bei. Aber in der Sonnenstraße 175, das ist auch hier vorne, also Wuppertal. Mein Vater hat mich in der Sonnenstraße damals ein Haus gekauft. Ja, und der wohnt hier 100, Sonnenstraße 175. Mein Vater wohnt Sonnenstraße 45. Ja, und da stand ich mit Santiago 6 und Radio 4. Also ist bald hier Langerfeld, die Sonnenstraße. Und ich habe ja damals in Barmen gewohnt, mit einer Zimmerantenne. Ist der Wert eigentlich gar nicht so schlecht. Station Bobo. Ja, und die habe ich. Ah ne, Datum steht ja nicht dabei. Und Michael hieß der Junge. So.
Dann haben wir ja Station Bernie. Ja, Station Bernie, er hat da den von, jedenfalls ein Schwein genommen. Ich weiß gar nicht, Bugs Bunny, wie hieß die Serie? Keine Ahnung, war früher so eine Zeichentrickserie. Ja, Station Bernie, er heißt Bernd, wohnte in der Reichsstraße in Wuppertal 2, also in Barmen. Das war am 16.10.77 um 10:30 Uhr und Sicht-QSO. Muss also auch ein Funkertreffen gewesen sein, wo ich die Karte mal übergeben gekriegt habe. So, ja, wir kommen langsam dem Ende. BMW 03 Alpha, auch aus Wuppertal, mit dem Wuppertaler Wappen hier. BMW 03 Alpha. Ja, scheint auch im Sicht-QSO gewesen zu sein. Da sind keine Daten drauf oder so. Dann haben wir Station Blaulicht. Die habe ich am 4.10.77 bekommen um 18:45 Uhr im Sicht-QSO. Ja. Station Blaulicht. Kann ich aber auch nicht viel zu sagen. So, dann haben wir CB-Station Biene Maja. Alpha ist die 88. Ja, das haben wir ja früher alle so aufgeschrieben. Alpha ist die 88, heißt Liebe und Küsse. Störer die 99, die sollen sich verpinkeln. Und ansonsten allen Leuten die 55 und die 73, ne, die besten Zahlen so. Ja, der wohnte auch in Wuppertal. Und zwar in Oberdörn, auch in Barmen. Adlerbrücke, die in der Nähe. Also in der Nähe von mir, mehr oder weniger, wo ich gewohnt habe damals bei meinen Eltern. So, dann haben wir Station Biberkralle. Da steht gar nichts großartig. Also muss auch irgendwie im Sicht-QSO passiert sein. Außer da hier Wuppertal ist, steht da hier wieder Station Biberkralle. So, dann haben wir Station Betthupferl. Ja, und Clausewitzstraße, die ist hier in Langerfeld. Und die Karte habe ich am 1978 gekriegt. 15.05.1978. Petra hieß sie. Ja, die Petra, Station Betthupferl. Und da waren soweit alle Daten. Ja, dann haben wir Station Bertha 28, der Friedel. Über den kann ich wieder sehr viel erzählen, also könnte ich. Ja, mit dem konnte man eigentlich ganz nett funken, aber der konnte auch viel Blödsinn machen. Hat auch hier und da schon mal einen Träger gedrückt. Da weiß ich noch, da hatte ich mein erstes Auto, bin dann in der Nähe hingefahren, weil ich habe ja gesucht. Und bei ihm vor der Haustüre mehr oder weniger, so schräg gegenüber habe ich gestanden, da war das Signal volle Latte. Ja, habe dann auch gesagt, dass ich den Träger gefunden habe, hier und da in der Zeugerstraße. Ja, und auf einmal hörte ich nur noch Bing. Da hat er mit einer Zwille und einer Murmel auf mein Auto geschossen. Ja, aber der lebt auch nicht mehr, das war damals schon ein alter Mann. Mein Vater hatte ihm damals zwei Handfunksprechgeräte repariert. Und ja, Station Bagdad 28, hier ist wieder die Adresse, Wuppertal, ja, in der Zeugerstraße. Waren auch vielleicht Fußweg, 5 bis 10 Minuten Fußweg von mir zu Hause damals. Der Friede. So, dann haben wir Station Berlin 01. Und der wohnt auch in Wuppertal. Und zwar steht es da, wo ich den Finger habe hier. Kann hier aber auch nicht viel zu sagen. Ja, aber wie gesagt, wir hatten hier in Wuppertal Stationen ohne Ende. Da ich ja nur Zimmerantennen hatte, kam ich auch natürlich nur bedingt raus. Station Batman. Jetzt weiß ich nicht, ob das mein auch ein Kumpel von mir war, weil der hieß auch Batman. Aber hier steht weder Adresse noch Vornamen. Also mein Kumpel damals, der Kalle. Ich weiß nicht, ob das dieser Batman war. Keine Ahnung. Aber er hieß auch Batman.
So, dann haben wir Station Bambi. Der steht auch aus Wuppertal, Wuppertal 22. Und war auch wieder Sicht-QSO. Ja, und der hieß Wolfgang. Also erstmal Station Bambi. Er hat die auch ausgemalt, wie ich meistens meine Karren ausgemalt hatte. So, und hier steht dann soweit, dass es Sicht-QSO war, war also auch wieder auf dem Funkertreffen und. Ja, viel kann ich über den auch nicht sagen. So, dann Station Baltimore. Der wohnte auch in Elberfeld. Obwohl hier, nee, warte mal, Schuchertstraße. Hier ist in Barmen, hier steht ja auch Barmen, Wuppertal 2. Ja, Station Baltimore, auch bunt bemalt. Und zwar so bunt bemalt, dass hier hinten alles vermalt ist. Aber die Karte ist auf jeden Fall hier, kann man noch erkennen, von 77. So, dann haben wir Besis 1. Und der kommt auch aus Wuppertal und mit Vornamen hieß er Hans-Jürgen. Und die Karte war vom 8.06.77. Obwohl hier steht wieder Enzian. Und dann steht hier unten Leichlingen. Ja, was denn jetzt nur? Aber ich gehe mal davon aus, er war in Wuppertal, wohnt aber in Leichlingen. So verstehe ich das jetzt hier. Ja, die ist ein bisschen kleiner, die Karte, wie die anderen alle. Hier irgendwo steht Wuppertal und hier unten auf der gedruckte steht, dass derjenige in Leichlingen wohnte. Ja, jetzt haben wir noch zwei Stück und dann sind wir mit A und B fertig. So, Station Bali. Und der wohnte in Langerfeld. Ja, Station Bali. Und hier steht auch noch was drauf gedruckt. Aber das war auf jeden Fall auch wieder Sicht-QSO, weil da keine Werte dabei waren. So, und ganz zum Schluss Station bei Yaso Bonny. Keine Ahnung, kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Den Namen Kumpmann. Der ist mir schon bekannt und der kam aus Wuppertal 2, also auch Barmen. Aber an den kann ich absolut überhaupt nicht dran erinnern. Auf der Rückseite steht auch nicht viel. Ja, das war jetzt eine halbe Stunde fast, 27 Minuten. Also A bis B haben wir. Jetzt geht es dann weiter mit C und D. Mal gucken. Ja. Gut, ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Und also viele super Erinnerungen waren da jetzt nicht, außer Audi Super 90 natürlich. Wie gesagt, da habe ich ja meine halbe Kindheit verbracht, mehr oder weniger. Ja, mal gucken, was sonst noch so kommt. Ne? Gut, ich danke fürs Zugucken und sage bis zum nächsten Video. Ciao, euer Jörg.